Sugar, how you get so fly? Guten Tag, Leute, und willkommen. Oh, mein Handy. Und willkommen zu einem weiteren Daily-Video von mir. Leute, wie ihr seht, habe ich hier gerade eine richtig frische Jacke an. Die habe ich heute in meinem Schrank gefunden. Ich dachte mir, komm, ich ziehe diese Jacke heute in meinem Daily-Video an. Jetzt habe ich die Jacke gerade an und ich finde die übelst nice. Ja, Leute, wir befinden uns jetzt gerade an meinem gammeligen Tisch. Ja, ich hatte eigentlich heute vor, einen Daily-Vlog zu machen. Aber weil das Wetter wieder total für den Arsch ist. Nein, aber es ist auf jeden Fall mega kalt und nass und windig und eklig draußen. Und nein, ich kann einfach so nicht rausgehen und bei diesem Wetter macht es einfach keinen Bock, noch draußen ein Video zu machen. Aber Leute, ihr seht es auf jeden Fall an meinem Thumbnail, was ich heute vorhabe. Und zwar, ich habe keine Ahnung, ob das schon mal ein YouTuber gemacht hat. Keine Ahnung. Ich muss heute versuchen, eure Körpergröße zu erraten. Und ich habe dazu eine Insta-Story hochgeladen. Und ja, ihr solltet mir Bilder von euch schicken. Aber natürlich Ganzkörper, damit ich das besser einschätzen kann. Sehr, sehr, sehr viele Leute ein Bild geschickt. Aber ich habe die Bilder natürlich nicht rausgesucht. Und zwar, es war Laura und sie hat mir die wieder per WhatsApp geschickt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viele sie rausgesucht hat. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Bild. Ja, ich blende es euch jetzt mal hier vorne ein. Also, das sind zwei Jungs. Aber ich habe jetzt keine Ahnung, von welchem Jungen ich die Körpergröße erraten soll. Aber ich denke mal jetzt von dem Älteren. Okay, das ist ein bisschen schwer. Du siehst sehr klein aus. Also man sieht direkt, du siehst wirklich klein aus. Oh mein Gott, die Größe einzuschätzen, das ist doch mega schwer. Ich glaube, ich würde dich so auf 1,47? 1,46 oder 1,50? Ich weiß nicht. Oh Gott, das ist wieder so schwer. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube 1,50. Ich glaube, du bist so groß wie ich, weil ich bin auch 1,50. Und du bist 1,42. 1,42. 1,42. Ey, krass. So klein hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, kommen wir auch direkt zu dem nächsten Bild. Boah, ich bin gerade richtig so... Ich hab Bock auf dieses Video. Dieses Bild hier. Also was? Was ist das für ein Bild? Also ich meine... Naja, egal. Auf jeden Fall, es sind wieder zwei Personen. Ich habe jetzt keine Ahnung, von wem ich jetzt die Körpergröße erraten soll. Aber egal, ich errate jetzt einfach von beiden die Körpergröße. Bei dem ersten, also er sieht relativ groß aus. Also dort. Doch, der sieht relativ groß aus. Also bei ihm würde ich so auf 1,70 schätzen. Und der zweite ist dann, ja, das sind so 20 cm locker. Dann ist der andere 1,50, wenn der andere 1,70 ist. 1,70 und 1,50. Und die beiden sind, der da hinten, 1,85. Was? Hey, das sieht auf dem Bild ja übel klein aus. Was? Okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Hey, ich wollte dich sogar erst auf 1,60 einschätzen, aber dann dachte ich mir, nee, das ist zu klein. Ich schätze dich auf 1,70 ein. Und jetzt bist du 1,85. Dann kommen wir auch direkt wieder zu dem nächsten Bild. Und ich blende euch jetzt dieses Bild hier ein. Ihr könnt es schon früher sehen als ich. Und ich schaue mir das Bild jetzt an. Ui, Moritz hat mir ein Bild geschickt. Hey, Moritz. Poritz. Okay, also ja, ihr seht's. Flash. Ein Jahr alt und 30 Meter groß. Ah ja, also Flash ist 30 Meter groß. Mein Kids auf jeden Fall bin ich völlig zufrieden mit. Also ich glaube, 30 Meter würden schon passen, oder? Okay, und dieses Bild hier. Oh, der Hund ist ja voll knuffig. Also ab jetzt achte ich nur noch auf den Hund. Also auf dich achte ich gar nicht. Also, okay. Das ist jetzt ein bisschen schwer, weil du bist nicht so ganz drüber. Es kann ja sein, dass deine Beine noch länger sind. Also, dass die noch viel länger sind. Du siehst auch sehr klein aus. Ich meine, der Hund ist schon fast genauso groß wie du. Nein, Isabelle ist er nicht. Aber ich meine, dein Hund ist schon fast bei der Hälfte so. Ich glaube, du bist 1,50 groß oder 1,55, weil... Nee, aber du siehst auf jeden Fall größer aus als ich. Ich entscheide mich für 1,55. Und du bist 1... Und Laura ist gerade reingekommen, ohne Ton. Aber was? 1,75?
Wie groß ist denn dann bitte dein Hund? Dein Hund ist dann ja fast genauso groß wie ich. So, and this is the next picture. Das ist ein lieber Junge, der gerade sein Getränk in der Hand hat und sich übelst freut. Und über ihm ist ein Schild, da steht drauf, Queen of the Kitchen. Nee, aber der sieht ehrlich gerade voll glücklich auf dem Bild aus. ja, also du bist extrem groß. Das sieht man auf jeden Fall. Du hast lange Arme, du hast einen langen Oberkörper und du bist größer als die Tür. Boah, wie groß ist denn eine Tür? 2 Meter, oder? 2 Meter? Der ist doch nicht mal 2 Meter groß. 2 Meter? Ey, das könnte schon hinhauen, oder? 2 Meter? Alter, das ist ja mal riesig. Wenn so ein 2-Meter-Mensch vor mir stehen würde, dann müsste ich ja so richtig nach oben gucken. Egal, ich entscheide mich für 2 Meter. Oh mein Gott, ey. Wenn er jetzt... Egal, okay. 2 Meter. Und er ist 2,05 Meter. Bin ein bisschen größer als der Durchschnitt. Was? 2,05 Meter, Leute. Ich bin 1,50 Meter. Und er ist 2,05 Meter groß. Aber Leute, das war es auch schon wieder mit meinem Video. Und diese Decke hat mir übrigens meine Mama für mich gemacht. Mega cool, oder? Das war es auf jeden Fall mit diesem Video. Ich habe keine Ahnung, ob das schon mal ein YouTuber gemacht hat. Wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann lass jetzt gerne ein Abo da und werde einen Teil von der Insta haben. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, Leute. Wenn ihr natürlich einen zweiten Teil haben wollt, dann lasst ein Like da, damit ich es sehen kann. Oder kommentiert einfach unter meinem Video. Wir sehen uns morgen wieder und Peace. Out. Ciao.